Leute, unsere Gebete wurden endlich erhört. Im letzten Video haben wir es noch angekündigt. Bitte streitet euch doch mal. Bitte beeft euch in YouTube Deutschland. Und jetzt ist es soweit. Also Freunde, wir mischen uns heute auch mal wieder in den Beef ein. Ihr seid nicht anders gewohnt von uns. Aber Leute, als wir dieses Video von ApoRed gesehen haben, wir konnten einfach nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Also das ist ja sowas von unter aller Sau, was er und seine Kumpanen da gelabert haben. Deswegen heute mal so eine kleine Beef-Jerky-Analyse. Um das Ganze nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ApoRed hat einen Song namens Everyday Saturday rausgebracht, Julian Bam hat ihn dann parodiert und jetzt hat ApoRed ein Statement-Video dazu hochgeladen. Und hauptsächlich soll es heute um dieses Statement-Video gehen und diese Statements, die darin vorkommen. Also alle ApoRed-Fans jetzt bitte ausschalten, einfach abhauen, das ganze Video wird euch nicht gut tun und ihr werdet es eh nicht verstehen. Ja, das erste Argument, was die Echten da in ihrem Statement bringen, ist ja, dass Julian Bam diese Parodie nur als Vorwand benutzt hat, um ihn zu dissen, dass es gar keine Parodie sei. Es wäre ein fucking Diss-Track. Ha! Ha! Eine Parodie ist eine verzerrende, übertriebene oder verspottende Nachahmung. Da haben wir es doch, Leute. Da haben wir es doch schwarz auf weiß hier. So, Video aus, Video beendet. Und genau das trifft auf das Video von Julian Bam zu. Ich verstehe auch nicht, warum Apo sich so übertrieben angegriffen fühlt durch das Video. Das sind alle sagen, es wäre ein Diss. Ey Leute, das sind doch keine schlimmen Lines, die Julian da bringt. Nee, eigentlich nicht. Das muss doch jeder verstehen, das ist Julian Bam. Das ist Spaß. Freunde, was bestimmt auch 5 Minuten in diesem Statement-Video bemängelt wird, ist, dass dieses Video von Julian Bam nicht self-made ist. Also erstmal, der Text ist self-made, das Video ist self-made, die Musik ist sogar self-made, das ist alles self-made. Ich weiß gar nicht, warum die sich da überhaupt aufregen. Wobei der Beat von Apo ja nicht mal self-made war, weil er auch geklaut war. Wenigstens hat Vincent Lee den noch gesampelt und nicht einfach 1:1 übernommen. Julian Bam hat lediglich so diesen Song von ApoRed als Aufhänger benutzt und hat alles drumherum selber gemacht. Ja. Darf man jetzt nichts mehr parodieren oder über nichts mehr reden, weil das nicht self-made wäre? Mit dieser Parodie hat er sich doch schon 10-mal mehr Mühe gegeben als Apo selbst mit seinem eigenen Song. Ja, das sieht man ja auch am Video. Das ist einfach viel besser und, in jeder Hinsicht. Ja, und nur deswegen heult Apo rum. Ja. Weil er das merkt, weil es einfach besser ist von Ju. Die quatschen ja auch die ganze Zeit rum, dass man so nicht groß werden soll, indem man sich an anderen hochzieht oder aber so. Wie sind die bitte selber groß geworden? Links über Freundschaft. Was machst du eigentlich in diesem Raum, Mann? Wenn diese Pranks nur halbwegs real sind, die du da die ganze Zeit drehst, dann bist du doch der Erste, der auf die Freundschaft scheißt, um Klicks zu kriegen. Um Klicks zu generieren, ja. Und allgemein auch, warum holt sich Apo vier Leute, um dieses Statement-Video zu drehen? Das geht doch nur ihn und du und vielleicht InScope noch was an. Das ist genauso, weil die sich wieder alle da einmischen wollen, Fame erzeugen wollen. Und dann sagt er, ja, ich bin loyal, ich wollte meinen Bro hier zurückhalten, den beschützen. Ja, genau. Digga, du wolltest einfach nur Likes haben. Du reduzierst dich doch selber nur auf Likes und Schuhe, Mann. Ich glaube, das hat Apo auch echt am meisten getroffen, dass seine Yeezys als Fake bezeichnet werden. Das war das Heftigste. Er dachte, der bis hier noch nicht jetzt weiter. Jetzt ist aus, ey, Freundschaft vorbei. Meine Yeezys sind Anzeige. Rufmord. Ja, man sieht auch einfach bei KS-Freak, seitdem der mit KS-Girl auseinander ist, der Junge hat einfach keinen Sex mehr, ne? Der redet nur noch übers Ficken. Und wer übers Ficken redet, der hat einfach keinen Sex, Mann. Der hat so auf Entzug, ganz ehrlich, Leute. Was sucht der da überhaupt in diesem Raum, ey? Der bringt ganze Zeit nur Vergleich mit irgendwelchen Arschficks. Ich denke so, Digga, du bist da in einem Streit. Sei mal ein bisschen erwachsen, Alter. Jede einzelne Metapher hat nur was mit Ficks Junge, zu tun bei dem. Das hat so aufgeregt. Anders geht's nicht. Und was ich auch absolut nicht verstehe, ist, dass ApoRed einfach direkt dieses Video raushaut. Klicks über Freundschaft. Klicks über Freundschaft. Anstatt das mal privat zu klären, mal Julian anzurufen oder so. Vor allem, der hat doch selber seinen Maul aufgerissen, als Leon und Merk diesen Beef hatten. Ja, klär das doch privat wie echte Männer. Und jetzt macht er selber so einen Snitch-Move. Hallo? Unbelievable. Diese Doppelmoral wieder, Alter. Ich check es Doppelmoral. Nicht, Mann. Es geht denen doch selber nur um Klicks. Das haben die perfekt wieder gedacht. Ja, das so, können wir ausnutzen. Perfekt Klicks. Ins eigene Bein geschossen, Alter. Ist so. Der größte Selfie in YouTube Deutschland. Jetzt sagt er selber wieder nur Fick. Aber jetzt nehmen die wieder auf. Handy zurückgestellt. Uhrzeit. Yo, war ein Social Experiment, ne? Ist. Das war kein real estate. Ist auch die einzige Möglichkeit, diese Scheiße noch zu retten. Ohne. Sonst haben die verkackt einfach. So, und jetzt nochmal zu dem ganzen Song Everyday Saturday an sich. Wer sich wirklich so arrogant in dem Video präsentiert und denkt, er wäre absolut der Geilste und Beste der Welt, der muss wirklich damit rechnen. Dass man mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird mit so einer Parodie. Wäre der Song mal ein bisschen selbstironisch oder lustig, dann hätte, glaube ich, keiner was gesagt. Beziehungsweise der Hate wäre gar nicht so krass geworden. Man sieht ja auch einfach an den Bewertungen von dem Song, dass es nicht ankommt bei den Leuten. Dass sie sich auch denken, was soll das? Junge, du bist kein Gangster-Rapper. Und du bist auch nicht der Beste.
Und auch nicht der echte. Und der echte schon mal gar nicht. War so geil, wie er sich selbst immer auf seine Sneaker und seine Likes reduziert, Mann. Weil er einfach nichts anderes hat. Er hat selber keinen Charakter, keine Persönlichkeit, gar nichts. Aber er hat 100 Nike Air. Toll. Happy Birthday. Wenn ich Geld habe, kann ich mir auch einfach Schuhe kaufen. Und wenn man sich jetzt mal im Gegenzug diesen Song von Julian Bam reinzieht, der ist so mega selbstironisch. Der redet da von seinem Fahrrad mit 21 Gängen, ja, und goldenen Dynamo. Und Apo fühlt sich echt angegriffen, Junge. Und wir wollen doch mit diesem Video gar nicht sagen, dass wir die Besten oder die Coolsten sind, Mann. Überhaupt nicht. Das wir wollen uns doch einfach einmischen und einfach mal ein Statement dazu lassen. Damit ihr mal versteht, was Apo Red für eine Scheiße lacht. Und das, was wir aussprechen, denkt ja auch die Community. Guckt euch einfach mal Like- und Dislike-Verhältnis an von dem Statement-Video, ganz ehrlich. Das ist so normal. Das steht gerade bei 60.000 zu 100.000. Und was ich auch mega lustig finde, ist, wie KS-Freak am Ende indirekt dazu aufruft, Julian Bams Video zu disliken. Weil er so sagt, ach, ich find's mega schade, dass das so gut bewertet ist. Junge, das Video ist auch gut, Mann. Was soll denn die Scheiße? Nur weil ihr so viele Dislikes habt. KS ist in diesem Video so schlimm, ey. Also wirklich. KS ist so peinlich in dem Video. In diesem Video ist er mir so unsympathisch. King of Austria, Alter. Juckt den wahrscheinlich nicht, aber ist halt trotzdem so. Props an Krabi, Alter. Der hat ja bis zur 8 Minuten oder so nicht ein Wort gesagt. Der saß da nur und dachte sich, was, worauf habe ich mich hier eingelassen? Das ist auch wirklich so einer der wenigen, die ich wirklich auch feiere in YouTube-Deutschland. So einfach vom Charakter her. Und der hat sich wirklich da schön rausgehalten, nichts dazu gesagt, weil der einfach selber gemerkt hat, was für eine Kindergartenscheiße das ist. Oder er einfach todeslangweilig war. Und Simon Desio, nochmal zu dir, Junge. Du bist doch selber mit der größten Rotze bekannt geworden. Irgendwelche Fake-Gewinnspiele auf Facebook, battlen um Likes, Alter, und jetzt einfach mit Selfmade argumentieren. Ja. Also, Digga, das geht doch nicht. Du Selfmade bist, Alter. Junge, mich eine Plastikpuppe aus China, Alter. Jetzt nochmal ein ganz kleines Fazit zu dem Statement-Video von Apo Red und seiner Crew. Im Großen und Ganzen ist dieses Video einfach nur der absolute Selbstdiss. Wirklich die ganzen Vorwürfe, die sie Julian Bam und Inscope entgegnen, die treffen auch alle wirklich auf sie zu. Und vielleicht solltet ihr mal darüber nachdenken, dass nicht jeder YouTuber ganz so sehr auf diese Klicks und Zahlen schaut, wie ihr es tut. Weil man kann nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Ja, einfach mal an der eigenen Nase fassen und juckt nicht, was andere machen. Also schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Keine Sorge, wir löschen auch nicht die Top-Comments, auch wenn sie uns angreifen. Wir sind nicht so. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Aber danke für den Beef, Mann. War mega geil. Endlich wieder Beef.